Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Pre-to-Die Edition. Kamera ist ein bisschen zu hoch. So. Im letzten Part haben wir uns in den gemalten Welt von Ariannis umgeschaut. Haben schließlich den Nebel hier gefunden, was vermutlich ein Bossnebel ist. Ihr maltet der Boss in Ariannis da relativ machbar. Also machen. Nun, ich habe schon wesentlich abstoßendere Versionen des Sensenmanns gesehen. Kann ich nicht anvisieren. Sicher ist sicher. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful. Its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Also erstens, wieso hat die einen Katzenschwanz? Und zweitens, ich soll jetzt einfach hier runterjumpen, oder was? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur runtergucken. Wieso triggert das einfach? Heimkehrknochen. Toll! Hi Jungs. Ich wollte nur mal da runter gucken. Ich wollte nicht gleich runterjumpen. Ich will das noch wissen, was sie noch alles labert. Egal, als ich in die Katze nicht hingekommen bin. Wieso ist da ein Bossnebel, wenn da kein Boss ist? Außer man soll sie bekämpfen. Die riesige Sense spricht dafür. So. Das war's, was ihr vor zwei Folgen verpasst habt. Sind nicht genug Seelen für Level Up. Aber ich setze trotzdem kurz hin, damit ich die 5 Death-Zahlungen habe. Da ich die Welt gewechselt habe, werden die wahrscheinlich sowieso respawned sein. Das Kabel ist ein blöder Weg. Ja, ganz ohne getroffen zu werden, geht's halt doch. So, und wo ging's jetzt lang? Hier hoch, glaube ich. Oder? Nee. Orientierungssinn. Da lang. Ach ja, da waren Bogenschütze oder was. Na los, komm her. Ne, halt. So rum, von da kam ich. Ach nee, jetzt weiß ich, wo ich lang musste. Abbiegen, weil schmeißt gleich einer was. Ansonsten. Ich will zumindest alle Dialogoptionen abklappern von der alten. Ach lol, ist wieder da der Große? Wieso respawnt der?
Ganz ohne Treffer geht's wohl nicht. Aber mal ganz im Ernst, seit wann respawnt die Typen? Ich meine, gut, nicht, dass der einen Gegner darstellt, aber... Wundern tut's mich schon, Christoph. Zumindest ausreden lassen. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Thou must returneth. This land is peaceful, its inhabitants. I beg of thee. Also nichts für ungut, aber wenn ihr mir unter den Kommentaren dieser Folge nicht einen sehr vernünftigen Grund nennt, warum ich die töten sollte oder angreifen sollte, mache ich das nicht. Also die muss schon, da brauche ich schon einen richtig guten Grund, bevor ich die angreife. Setzen wir halt noch ein paar Gemäldehüter ab. Damit zumindest ein paar Leute sterben. Au. So, komm, nächster. Okay, was sind die anderen? Er hat keine Aggro, dann lassen wir es bei dem hier. Was machen jetzt? Ins Grab der Riesen muss man noch. Wo ich ein bisschen unglücklich gestorben bin. Also, wie gesagt, wenn es irgendeinen wirklich vernünftigen Grund gibt, die Alte umzunieten, in die Comments dann mit, aber ansonsten... Ich bin aber auch nicht machen sollte. Das war die falsche Richtung. Ist die überhaupt runterlassen oder ist er schon gleich auf der richtigen Seite? Mondgrab. Oh, ja, war schon die richtige Höhe. Okay. Dann nachher, was ich auch noch machen wollte. So. Dann würde ich gerne zum Feuerwind schreiben. Und dich level ich jetzt. Auf. 15. So, was wollte ich jetzt machen? Ah ja. Ach, aber nach Arianis kann ich mich jetzt teleportieren. Tschüss, schick. Muss nicht mal durchs Gemälde durch. Weil ich habe nichts mehr gesehen, was ich machen könnte. Gleich könnt ihr Alte angreifen.
Dann passiert sicher irgendwas, aber... ich gehöre so zu denen, wenn die... Übrigens, leider Fun Fact, der Schmied da unten, ist mir gerade so aufgefallen, ist der einzige NPC, der beim Reden den Mund bewegt. Kann ich eigentlich noch irgendwas machen? Well, you need it. So ein kruden Langbogen, was hätte das zur Folge? Der Schaden würde sich von 61 auf 61 verbessern. Fett. Und die Skalierung runtergehen. Davon hätte ich irgendwas. Göttlicher Langbogen. Kack-Base-Schaden. Richtiger Kack-Umwandler. Dafür ein bisschen magischer Schaden oben drauf. Okay, aber verstärken wir vielleicht noch. Wo haben wir ihn? Nein, anscheinend. Ich brauche noch eine große Schärfe. I'll be seeing you there. Be careful out there. Moment. Wenn ich an einem Leuchtfeuer bin, mache ich was. Und zwar... Ja. Erstmal aufleveln. Und übrigens an den Typen, der gemeint hat, es wird sich nur lohnen, bis 40 aufzuleveln. Ich habe mal noch ein paar andere gefragt und die haben gemeint, das gelte nur für diese eine bestimmte Waffe, die auf alles skaliert. Waffen, die... Dingens hier. Na, nur auf eine Sache skalieren können auch kann ich auch getrost über 40 skillen. Bisschen mehr Ausdauer wäre nicht schlecht, aber ein bisschen mehr TP wäre auch nicht schlecht. Ja, machen wir mal. Trefferpunkte. So, und die 1800 Seelen nutze ich jetzt noch für ein paar Pfeile. Well, you need it. Gegenstand kaufen. Nein, ja. Don't get yourself. Ich könnte doch mal Federpfeile kaufen. Naja. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie laufe ich denn am schicksten, wo ich jetzt hin will. Muss ich überhaupt von hier los oder ist das vorher reinschneiden, kurzer? Vom Feuerbandschrein aus kürzer. Nämlich, an einem Bossraum, wo wir schon waren. Ist anscheinend was, weiß ich nicht, wo lang kommen soll. Der ein oder andere wird vielleicht schon ahnen, was ich vorhabe. Vielleicht der, unter anderem der, der es 20 Mal in die Comments geschrieben hat. Ja, also ihr wart mal ernstzunehmende Gegner. Ich könnte mal versuchen, darüber zu jumpen. Aber erstmal muss da oben der Typski dran glauben. Ach ja, die hat schon die schwachen Pfeile ausgerüstet. So. Ja. Gut, dass ich inzwischen die Dinger, die Typen one-hitte, ist irgendwie... LOL, da fliegt er runter. Oh, lol. Den letzten Schuss habe ich zwar eigentlich nicht abgegeben, aber egal. So. Ich habe keine nennenswerte Anzahl an Seelen. Menschlich bin ich, aber naja, sei es drum. Okay. Versuchen kann man es ja mal. Ich will, weil da hockt einer und ich will irgendwie, da muss man irgendwie hinkommen. Ach lol. Weil ich am Feuerbandschrein nicht geguckt habe. So, dann. Nein, das wollte ich nicht. Weil, wenn ich gerade eben. Schade, dass man sich zu jedem Leuchtfeuer teleportieren kann, sondern nur zu bestimmten. Hm. Naja, whatever. Lol, der trifft mich halt. Oh.
nehme gerade ein bisschen unnötigen Schaden von den Guys. Komm schon. So, du auch noch. Ich verstehe echt nicht, wie Leute Shooter auf der Konsole spielen können. Da muss man irgendwie hinkommen. Ich meine, da hockt einer und da ist Loot. Passt das vom Winkel her? Nee. Vielleicht. Das könnte ums Verrecken lang. Ich versuch's einfach. So, und jetzt hier. Preisfrage, wie komme ich zurück? Na, egal. Was bist du für ein Vogel? Erstmal, Ring der Opfer. Ja, gar nicht schade. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Oh, Goldharz. Der Typ hat Generalschlüssel. Und sehr interessante Waffen. Leck mich am Arsch. Pfeile hat er. Helm des... Ja, und seine Rüstung halt. Und eine Golem-Rüstung. Ja, hallo. Und Smokes Rüstung. Dann sehe ich so aus wie der Eierkopf. Krone der Finstersonne, Mondlichtrobe. Leck mich am Arsch, was hat der für geiles Zeug? Also. Gegen magische Gegner? Ja, mein aktuelles Aus ist eher gegen. Also den Generalschutz will ich auf jeden Fall. Der kostet wie viel? 5000. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. Ich glaube, den Typen bringe ich gleich um. Aber nee, nein, dafür der zu geiles Zeug. Also klar, viel davon ist nutzlos für mich, aber... nicht vielleicht übertreiben. 5000 brauche ich, ne? Hey, Shemai. I didn't expect... I suppose... So, her mit dem Generalschlüssel, bitte. Ich glaube, das Goldharz nehme ich auch. Thank you. That was a fine trade. I have and will... 300 Seelen, glaube ich. Okay. Wo haben wir sie denn? Oh, da gab es ein bisschen mehr, als ich dachte. Okay, gehen wir schon kaufen. Goldharz, bitte. Mal, was jemand brauchen kann. Und noch alle Seelen raushauen, damit ich nichts verliere, wenn ich jetzt gleich runterjump. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. And we'll make another fine trade, of course. What problem do you have? Das wollte ich nicht. Sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die... Why? Precious connection. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Wand anhitten, weil ich dachte, da wäre ein Geheimgang. Der hat ein bisschen weiter ausgeholt, als ich gedacht habe. Ich habe den Generalschlüssel. Das andere Zeug hätte ich mir eh nicht gekauft, wenn ich ehrlich bin. Der Kristallschild war zu schwer. Wie gesagt, die Robe, naja. Sorry, Kumpel, war wirklich keine Absicht. Aber die lassen sich auch nicht mit sich reden, die Vögel. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Okay. Dann hoch da. So. Ach stimmt, hier war ja die Abkürzung. Und dann ist das auf jeden Fall der Spitzenweg. Ich bräuchte echt mal wieder eine Feuerhüterin-Seele. Ach,
das war mit Händler unter der Brücke gemeint. Ein Glück hatte ich mir den Ding jetzt hier. Na. Generalschlüssel schon gekauft. Falsche Richtung. Sonst hätte ich jetzt ein kleines Problem. Weil das war anscheinend die letzte Möglichkeit, an Generalschlüssel anzukommen. Die hatten ja standardmäßig. Klar, ich hätte noch Ewigkeiten rumrennen können und den richtigen Schlüssel suchen. Aber das hätte eine Weile gedauert, weil ich keinen Blasen habe. Der ist natürlich, vermute ich nur, dass dieser Schlüssel hier auch funktioniert. Aber ja, wie gesagt, das tut er. Deswegen gehe ich mal vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage aus. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich um die Ecke komme. Stehen die jetzt so, dass ich die umgehen kann? Ja, also den Hund. Wenn man dieses Viech überhaupt Hund nennen kann. Aber die lassen mich in Ruhe, okay. So, dann die beiden noch. So, kommt gerade noch einer. Danke. Komm schon. Okay. Die Tür geht nicht auf. Das sieht komisch aus, aber ist dann am Ende auch nicht. Hier geht ebenfalls nichts. Du. Auch keine aktive Tür. Bleibst noch du. Fehlanzeige. Irgendeiner meinte, hier wäre jemand. Da oben vielleicht. Wie komme ich denn da ran? Das Fenster hier ist auch nicht aktiv. Komme ich da irgendwie hoch? Nicht so aus. Hier? Nee. Nö, da geht's nicht weiter. Dann, nicht, ne? Na, kommt raus. Irgendeiner meinte, hier wäre eine Tür. Aber da war anscheinend... Also beim Ziegendämon. Da war der Ziegendämon, aber da war keine Tür. Außer ich bin blind, kann auch sein. Aber jeder hat recht, sonst gibt, bis das Gegenteil bewiesen wird. Nein, nicht wirklich. Für den Moment lasse ich aber mal bei, da war keine Tür. Und sollte dem doch so sein, werdet ihr mich sowieso eines Besseren belehren. Insofern. Ich habe eigentlich kicken wollen, aber das hat den nicht so wirklich interessiert. Hallo? So, kicken. Danke. Aber diesmal war ich in Reichweite. Okay, das nächste Leuchtfeuer war in der Richtung. Die Tür ist ein bisschen blöd. So, komm, du auch noch. Dann waren das zwei. Na egal. So, Brandbomben-Typis, die ignoriere ich. Gemeinde der Untoten. Äh,
Hab schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ja, komm, Apophis. Wenn ihr so heißt. Die überleben es immer noch. Oh. So. Okay. Dann mal testen, wie sieht's denn jetzt mit dem Bogenschaden aus bei dem? Auf die Distanz immer noch nicht wirklich. Hallo? Ich glaube, ich sammle wirklich richtig viele Seelen, gehe dann nach Anolondo zu diesem Titanenschmied und kaufe mir Federpfeile. Könntest du jetzt mal... Danke. Das war ein Headshot gerade eben. So, noch einer. Aber ich habe ihn durchtöten, will ich dich nicht runterballern. Weil mit Leichen das Runterballern auch. Wow, war das scheiße! Oh, wow, war das scheiße. So. Ich lass mich halt volles Rohr von der Axt runterballern. Ein paar Minuten haben wir noch, das schaffen wir noch in dem Part, was ich hier vorhab. Ich könnte ja auch mal versuchen, die mit dem Bogen abzuschießen. Auf die kurze Distanz macht das sicher ein bisschen mehr Schaden. So. Ach, die nicht komplett tot. Diesmal weiß ich. Oh, Leute, das waren beide. Okay. Oh. Bist du wieder? Kann ich da durchschießen? Nee. Wäre auch ein bisschen komisch. Das war ein Headshot. Hä? Wieso verreißt ihr den Pfeil manchmal so komisch? Hallo, triffst du mal? Danke. Das hat wieder nicht getroffen. Nein, ich wollte... So. Komm schon. So, aber jetzt bist du wirklich tot, oder? Ja, danke. Diesmal nicht runterballern lassen. Okay. Das war ja gerade eine Aktion. Runter. Die Rector-Mechanik ist gut. So, gleich haben wir es auch geschafft. Hier in der Ecke war das ja gleich. Einmal noch hier hoch.
den Typen da ignorieren. Felsenmechanik aktivieren. Aber scheiß drauf. Okay, nicht, weil du kommst. Nicht, dass ich da auf Pick geben würde. Was richtig. Die Kühe in der Folge. So, jetzt aber. Logan! Ja, so wär's auch gegangen. Okay. Der Felsen macht doch minimal zu wenig Schaden. Irgendwo in der Festung soll angeblich der Schlüssel für den Käfig hier sein, aber mit dem Generalschlüssel soll es angeblich auch gehen. Angeblich. Ja, Generalschlüssel benutzt und jetzt. Oh, heavens. Thank you. I'm saved. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first. And I owe you a favor. I will return to Farlink Shrine. Speak with me there. So that I may impart my sorcery. Okay. Und jetzt noch der Loot. Ja, kann ich. Looten. Bitte. Oh, Leute. Seele hält, und die nehme ich doch. Und irgendwann fangst du sogar an, vielleicht sogar an, die zu benutzen. Wer weiß das schon? So, kein Bock zurückzulaufen. Dann, was jetzt? So, gehen wir noch kurz zurück. Dann würde ich sagen, Quatsch am nächsten Part mit Logan. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.